fühle mich so gut. Und ich finde, das ist die Stimmung bei einem Dixieland-Festivalabend sowieso. Auch wenn es in diesem Haus der letzte überhaupt ist, das ist schon ein bisschen traurig. Aber seit 43 Jahren, das heißt jetzt 43 Jahre, darf ich dabei sein. Ein wunderbares Gefühl. Wir haben die 43 erreicht. Das ist ganz wichtig, meine Damen und Herren. 43 Jahre internationales Dixieland-Festival. 45 Jahre kann man sich überhaupt nicht zurückerinnern eigentlich. Das ist eine unwahrscheinliche Zeit. Ich weiß nur, das erste Konzert war ein Einzelkonzert, schlecht verkauft im Kulturpalast in Dresden. Und wir vom Rundfunk, wir haben es ja gemacht, das war für manche enttäuschend. Aber es war ein toller Schluss mit der Jam Session. Und hinter der Bühne hat der Herr Schlese vom Kulturpalast im Grunde genommen mitgewirkt. Der hat gesagt, Mensch, das müsst ihr weitermachen, vielleicht mit dem Kulturpalast zusammen. Und so ist die Co-Produktion Deutschlandsender Kulturpalast entstanden seinerzeit. Und aus einem Einzelkonzert wurden zwei, dann drei und schließlich ein Festival. Wir nannten es aber schon zu Beginn Festival, frecherweise. Es ist nun wirklich ein Festival geworden. Und die Freilichtbühne Junge Garde gehört seit Anfang an dazu. Damals war sie noch ohne Bedachung, eine einfache kleine Bühne. Es hat sich ja unwahrscheinlich verändert in diesen 45 Jahren. Jetzt haben wir hier eine riesen Freilichtbühne. Und wenn wir schönes Wetter haben, und das sieht so aus, dann kommen ja hier 5.000, 6.000 Menschen zusammen. Und dann ist tolle Stimmung natürlich. Die Abschlussstimmung für das Festival ist die Freilichtbühne. Und dass ich noch immer nach 45 Jahren mit dabei bin, ist mir sehr wundersam. Inzwischen ist ja Zeit vergangen. Und dass ich hier eben noch immer stehe und vom Publikum akzeptiert werde, ist mir die schönste Freude bei allem mit, dass ich dabei sein darf. Und jetzt geht es ja hier los, in der Freilichtbühne, 11 Uhr geht's los. Es ist jetzt schon ziemlich dicht gefüllt. Und wenn wir am Ende sind, wird es wahrscheinlich ganz voll sein. Wir sind ja noch nicht ganz ausverkauft, aber immerhin 5.000 sind beisammen. Ich habe als Einziger so ein Ding um, damit sie mich auch erkennen. Das ist ja wichtig. Finden ist Samka.